Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Trading-Video. In diesem Video, da werde ich mich der Frage widmen, für was nutzen Daytrader den Orderflow? Ein kleines Beispiel. Ich glaube, das ist jedem Trader schon mal so ergangen. Warst du jemals in der Situation oder hattest du jemals dieses Gefühl, nachdem du einen Trade umgesetzt hast, dich beobachtet gefühlt zu haben, immer wenn du eine Aktie gekauft hast, ist sie gesunken und immer wenn du eine Aktie verkauft hast, ist sie im Wert gestiegen? Das, was ich dir damit sagen will, ist, dass es nicht so ist, dass sie dich beobachten, sondern du beobachtest sie nicht. Wen meine ich mit sie? Die Big Player, die großen Marktteilnehmer und deren Orders. Wo finden wir die Daten, die wir benötigen, um im richtigen Moment mit Überzeugung ein- und auszusteigen? Die Antwort lautet im Orderflow der Markttiefe. Klar können wir aus der rein charttechnischen Analyse Widerstands- und Unterstützungslinien erarbeiten, aber es sind dennoch Daten aus der Vergangenheit. Woher weiß ich, ob an dieser Widerstands- oder Unterstützungslinie überhaupt noch Orders von Käufern oder Verkäufern liegen? Ohne Markttiefe ist es nur noch ein Ratespiel. Wir folgen einfach dem Geld, den großen Playern. Aber bevor du ihnen folgst, musst du natürlich erstmal die Aktien finden, die sich bewegen und weiter Titel, die dir ein gutes CRV anbieten. Im nächsten Schritt musst du dann den Trend verstehen, um dann im Orderflow Ein- und Ausstiegspunkte zu finden. Ich analysiere beispielsweise den Orderflow mit der Bookmap-Plattform. Du kannst es natürlich auch mit dem gewöhnlichen Level 2 machen. In meinen Videos habe ich dir schon des Öfteren die Vorteile von Bookmap erläutert. Letzten Endes musst du dir selbst ein Bild davon machen, welche Software und Daten du für deine Analyse heranziehen willst. Und alle Infos dazu findest du unten in der Infobox. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Was versteht man unter Orderflow? Für was nutzen Daytrader den Orderflow? Frage 1. Was ist der Orderflow? Der Orderflow hilft dir, den Markt viel besser zu verstehen. Es ist der Fluss an eingehenden und ausgeführten Kauf- und Verkaufsorders. Dieser Orderflow bewegt den Markt. Er ist aber niemals gleichbleibend, sondern verändert phasenweise seinen Charakter, und zwar abhängig von den Handelsaktivitäten der Marktteilnehmer. Und somit kommen wir jetzt zur zweiten Frage, für was nutzen Daytrader den Orderflow? Es geht kurz und knackig darum, dass Daytrader den Charakter des Orderflow und damit den aktuellen Marktzustand richtig beurteilen, um auf dieser Grundlage schnelle Trades auszuführen. Der Daytrader erkennt beispielsweise, dass der Markt gerade an Momentum gewinnt und mit vielen Buy-Market-Orders geflutet wird. Er wird seine Position eine kurze Zeit halten und die Bewegung so lange reiten, bis er bemerkt, dass der Fluss an Kauforders versiegt und die Aufwärtsbewegung an ihr Ende kommt. Wo auffällig starke Kaufaktivitäten vorherrschen, kann davon ausgegangen werden, dass diese auch noch einige Minuten anhalten und nicht in der nächsten Sekunde abrupt zu Ende sein werden. Der Blick richtet sich vor allem auf die präsente Marktdynamik, auf das Hier und Jetzt des Orderflows. Anders als bei anderen Trading-Ansätzen steht beim Orderflow-Trading also gar nicht die Frage, was muss ich wann tun, an erster Stelle, sondern die Frage, was passiert gerade im Markt? Wie ist der Orderflow? Hat der Trader nämlich das erkannt, kann man sich nahezu die Frage, wie er darauf zu reagieren hat, sparen. Meinen Trading-Stil beschreibe ich sehr gerne als einen reaktiven Trading-Stil. Ich reagiere auf die Price-Action im Orderflow. Und das kann man nicht vorhersehen, wann was passiert. Man sitzt vor dem Chart und wartet wie ein Sniper auf die Gelegenheit. Hier gilt es, wichtige Kurszonen im Orderflow zu erkennen, sowie Price Action und Volumen zu beobachten. Wir stellen uns also nichts anderes als die Frage, was passiert gerade im Markt und was muss ich wann tun? Und dazu habe ich meine Setups. Händler können ein Verständnis für die Funktionsweise von Märkten entwickeln und auf dieser Grundlage ihre Handelsstrategien vertiefen. Und hier schließt sich der rote Faden. Denn es geht nicht darum, stundenlang im Orderflow mögliche Trades zu finden, sondern in erster Linie einen detaillierten Blick vom Marktsentiment zu bekommen und dann daraufhin seine Handelsentscheidung zu treffen, basierend auf dem Trading-Setup, das wir handeln möchten. Das war's jetzt auch zu diesem Video. Links zu Bookmap und weitere Infos zu meinem Videokurs findest du alles unten in der Videobeschreibung. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.